Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video möchte ich gerne einen einfachen Einstieg in Visual Studio mal geben. Also dieses Video richtet sich an Anfänger, die so die ersten Schritte in Visual C Sharp machen wollen und entsprechend einfach mal eine kleine Windows-Applikation entwickeln, wo man so grundlegende Sachen mal lernt über was sind Events, wie kann ich überhaupt irgendwas auf eine Benutzeroberfläche auf einer Benutzeroberfläche darstellen. Wie kann ich überhaupt so ein Programm steuern? Wie baue ich das alles auf? Mal ein simples, einfaches Programm. Und dafür möchte ich jetzt ganz gerne einfach anfangen, indem ich ein neues Projekt starte. Wenn ich das tue, kriege ich hier allen möglichen Krams vor die Füße geworfen. Also in Visual C Sharp geht selbst in dieser Community Edition schon ziemlich viel. Das, was wir hier sehen, sind Projektvorlagen. Also je nachdem, was ich machen möchte, legt Visual Studio schon mal die grundsätzlich nötigen Sachen in der Rohform an. Hier grundsätzlich sind halt interessant WCF für Services, also wenn ich irgendwas im Netzwerk oder Internet verfügbar machen möchte als Service, dann brauche ich dafür oder sollte ich WCF nehmen. Wenn ich das Ganze auf dem Windows Desktop machen wollte, habe ich zwei Techniken zur Verfügung. Das eine ist WinForms und das andere ist WPF. WPF an sich ist eher für Profis gedacht und lohnt sich so richtig erst in großen Projekten. Also für kleine Projekte hat man einfach, ja, wenn man es richtig macht mit allen Entwurfsmustern, zu viel ja, Verwaltungsoverhead, als dass man wirklich einen Nutzen daraus hätte. Für kleine Applikationen nimmt man daher auch immer noch ganz gerne WinForms, auch wenn die Technik schon alt und totgesagt ist. Sei mal dahingestellt. Ich fange jetzt einfach mal mit einer Windows Forms Applikation an. Und wenn ich die jetzt einfach erstelle, ohne irgendwas weiter gemacht zu haben, sehe ich hier, ich habe meine Form. Und wenn ich jetzt einfach mal das Ding starte, dann sehe ich hier schon mein Programm. Also ich habe grundsätzlich jetzt schon dadurch, dass ich einfach das Projekt erstellen habe lassen, dieses Programm fertig. Jetzt kommt der spannende Moment, wie kriege ich denn jetzt das Ding mal ein wenig umgebaut? Also machen wir uns mal ein bisschen mit der Oberfläche mehr vertraut. Ich habe hier am Rand eine Toolbox. Wenn ich die nicht da habe, finde ich sie unter View Toolbox. Die nagel ich mir jetzt mal hier an die Seite. Und hier habe ich alle möglichen Sachen, die ich prinzipiell auf einer Oberfläche darstellen kann. Das wäre zum einen mal ein Button. Den kann ich einfach mit Drag and Drop da drauf ziehen. Dann habe ich den hier. Ich kann ihn größer machen, kleiner machen, hin und her. Und da habe ich den jetzt schon mal. So, jetzt habe ich auch noch einen, was nehmen wir denn mal lustig? Auch ein Label ist immer schön. So ein Label kann man immer mal ganz gut gebrauchen oder man kann auch mal, wenn ich einfach mal einen Text darstellen will, den Rich Text nehmen, also eine Rich Text Box. Man sieht auch, das rastet hier so ein wenig ein, je nachdem, wo ich wie ziehe. Das ist von daher schon ganz nett. So. Ich kann auch hier am Fenster außen die Sachen entsprechend etwas kleiner ziehen. Und ein ganz wichtiges Fenster, wenn ich so jetzt die Sachen habe und ich möchte mal die ganzen Beschriftungen und alles ändern, dann gehe ich hier auf Properties, Eigenschaften. Das müsste ich hier irgendwo auch in den ganzen Fenstern finden. Also hier gibt es noch ein paar mehr. Alles, was ich so eigentlich hier zeige, gibt es irgendwo in diesen Views. Ich suche es gerade selber, aber ist ja auch egal. Es gibt auf jeden Fall das. Ah, hier ist das Properties Window. Und wenn ich jetzt entsprechend hier mal auf den Button 1 gehe, dann sehe ich hier, er hat den Namen Button 1. Ich nenne ihn mal Button Show, warum auch immer. Man sieht, Button 1 hat sich nicht geändert. Mist. Ah, hier unten gibt es noch Text. Es ist ganz wichtig, immer zwischen dem Namen und dem Text zu unterscheiden. Der Text ist eine Eigenschaft. Und hier kann ich eben eingeben, was auch immer ich will.
Und jetzt sieht man, ändert sich auch der Text. Das gleiche habe ich auch, man sieht rechts, die Eigenschaften ändern sich, je nachdem, wo ich hier draufklicke. Jetzt bin ich zum Beispiel auch der Form. Die Form hat auch einen Text. Das ist jetzt einfach mal ein Demo-Programm. Ich vergaß noch den hochwichtigen Bindestrich. Und hier erscheint dann gleich ein Text. Die heißt jetzt halt RichTextBoxOutput, nenne ich sie mal. Und der Text ist ein leerer Text. So, in diesem Stil kann ich jetzt diese ganzen Sachen weitermachen. Jetzt gibt es die Möglichkeit, ich möchte jetzt eben erreichen, dass dieser Button anklickbar ist. Also wenn ich das Projekt jetzt einfach mal, soweit ich es habe, starte, dann sehe ich hier dieses Programm und ich kann jetzt hier draufklicken. Ich kann hier auch irgendwas eingeben, ist mal egal. Passiert aber noch nichts. Also ich brauche noch irgendwas, was mir sagt, okay, wenn ich da klicke, dann mach bitte dies und jenes. Also ich brauche ein Event. Wenn ich das Event-Klick habe, dann kann ich darin beschreiben, was denn jetzt passieren soll. Ich mache hier mal einen Doppelklick im Editor-Modus. Huch, auf einmal bin ich ganz woanders. Ich bin im Code, der hinter dem Ganzen liegt. Also hier habe ich jetzt eine Methode Private Void Button Show Click. Und die wird entsprechend gerufen, wenn ich jetzt auf diesem Click-Event bin. Und hier kann ich jetzt zum Beispiel sagen, RichTextBoxOutput. Man merke, das ist der Name von der RichTextBox. Also wenn ich hier nochmal im Designer-Modus bin, auf dieser RichTextBox haben wir hier oben RichTextBoxOutput. Wenn ich das Ding Schnuffi taufe, dann hat er hier auch gemerkt, oh, das ist Schnuffi. Ah, also ich kann die Sachen per Namen referenzieren. Es ist absolut empfehlenswert, hierfür vernünftige Namen zu vergeben. Üblich ist oft, dass man den Typ, den man hat, davor tut und dann dahinter einen sinnvollen Namen. Aber das ist persönliche Vorliebe und Coding Guideline. Hier habe ich auf jeden Fall jetzt diese RichTextBox Output. Mit einem Punkt kann ich mir hier quasi angucken, was das Ding denn alles kann. Diese Blitze hier vor sind Events. Was hier in Fett gedruckt ist, sind Eigenschaften. Und hier gibt es dann auch neben allem Möglichen, was so eine Box alles so kann, das ist jede Menge, gibt es auch einen Text. Und diesen Text kann ich jetzt mit dem Gleichheitszeichen setzen auf und Text muss ich immer in Anführungsstrichen angeben. Auf das da. Das, was hier immer so ein bisschen blau kringelt, ist einfach nur der Resharper, der jetzt hier wieder wilde Vorschläge hat. Der möchte gerne direkt Ressourcen benutzen und so, aber das ist alles fortgeschrittene Technik, brauchen wir jetzt gerade mal nicht. Also, jetzt hätte ich schon mal das so weit, dass ich dieses Event da drin habe. Oh, jetzt habe ich hier geklickt und dann kam das tatsächlich. Also, unsere Klick-Methode funktioniert offensichtlich. Jetzt wäre nur die spannende Frage, wie zum Geier soll ich da hinkommen? Immer wenn ich hier drauf lange, komme ich da rein. Aber ich kann ja wohl schlecht für alles, was ich hier mache. Genauso wenn ich jetzt hier drauf, dann hier komme ich jetzt nicht in Text Change, sondern nicht in Click, sondern in Text Change. Was ist denn jetzt los? Nee, das will ich nicht. Ja, dann lösche ich die Methode hier doch wieder. Ja, dann erstelle ich es jetzt nochmal. Ey, was ist denn jetzt los? Ja, jetzt habe ich es kaputt gemacht, nicht wahr? Ha, war klar. Hier sind wir in einer anderen Bereichsmethode. Und zwar wird hier diese Komponente initialisiert. Also hier wird die Form eigentlich aufgebaut, das Programm, was wir sehen. Hier bin ich in einer Partial Class Form 1 unterwegs. Und hier habe ich den anderen Teil von Form 1. Das hier ist der Designer-Teil. Also das, was der Designer mir hintenrum baut. In der Regel muss ich hier nichts dran machen. Ich mache jetzt hier einfach nochmal mit STRG Z rückgängig diese Methode rein und dann ist auch Ruhe.
Also dann hat er sich hier auch wieder beruhigt und das Rote da weggenommen, weil er diese Methode jetzt wieder kennt. Und hier sehe ich auch jetzt, was er da eigentlich verdrahtet hat. Er hat hier ein Event, Text Changed ist ein Event. Also ähnlich wie auch hier mein Button Klick. Und auf Events kann ich mich mit Plus gleich abonnieren und werfe mit einem Event-Händler eine Methode rein, die dann ausgeführt werden soll. Mit der Taste F12 kann ich da auch hinspringen und dann komme ich hier auch zu der Methode. Es gibt noch ein ganz wichtiges anderes Fensterchen, was man sich angucken muss. Und zwar habe ich hier immer die Wahl, wenn ich jetzt zum Beispiel bei dem Button bin, habe ich hier die Eigenschaften und hier oben gibt es die Events. Ah, und hier geht jetzt nochmal ein ganzer möglicher Krams auf, alles, was diesem Button denn passieren kann. Also wenn ihn jemand hier mit Drag and Drop rumwirft, wenn ihn jemand irgendwie bewegt, die ganzen Maus-Events, Down, Up, Maus-Enter, also wenn ich einfach nur mit der Maus drüber gehe und so weiter und so fort. Und hier kann ich jeweils dann auch einfach einen Doppelklick reinmachen und erzeuge damit automatisch eine Methode. Wenn ich das Ganze nicht möchte, dann gehe ich einfach wieder hier hin und bevor ich mir da einen riesen Aufriss mache, mache ich einen Rechtsklick drauf, Reset. Auch hier kann ich jetzt einen Rechtsklick Reset machen. Und damit sind meine Methoden dann nicht mehr verdrahtet. Das sieht man hier, die sind grau, also werden nicht mehr benutzt. Dasselbe habe ich hier jetzt für diesen Rich Text Box, kann ich das machen. Auch hier sehe ich jetzt in den Events, Text Changed hat ein Event. Ich mache ein Reset drauf. Und jetzt gehe ich hier hin, die Methode ist weg. Also ich habe sie noch nicht gebraucht, da stand auch nichts drin. Leere Methoden entfernt er sofort. Hier hatte ich halt jetzt schon eine Zeile getippt und die hat er mir mal leben gelassen, falls ich sie noch woanders wieder benutzen will. Damit er mir nicht einfach irgendwelchen entwickelten Code löscht. Aber vom Grundprinzip könnte ich jetzt auch genauso hergehen und könnte hier wieder auf den Button Klick, auf die Events. Ich gehe auf den Klick hin und wähle mir jetzt eine entsprechende Methode aus. Die gibt es ja schon, die habe ich schon geschrieben. Also diese Methode kann ich dann dafür nehmen. Und jetzt habe ich eigentlich wieder alles im selben Zustand. Also wir haben am Anfang einen leeren Text. Wenn ich klicke, dann habe ich hier auch entsprechend den Text geändert. Also die Methode ist ausgeführt worden. Also nochmal zusammenzufassen. Wir haben hier eine Windows Forms Applikation. Wir haben in einer Toolbox alle möglichen Elemente, die wir da drauf ziehen können. Zu jedem Element bekomme ich hier rechts oder wo auch immer ich dieses Fenster hinziehe in den Eigenschaften. Die beschreibenden Eigenschaften, also auch hier, wie ist das Ding angeordnet, wo gibt es das alles und Größen, die Texte. Diese Sachen werden dann referenziert über einen Namen. Dieser Name ist für den Programmcode wichtig. Also über diesen Namen kriege ich sie eindeutig identifiziert. Nicht über die Beschriftung, die Beschriftung ist eigentlich völlig egal, sondern über diesen Namen, der hier vergeben ist. Und wenn ich dann entsprechende Events habe, kriege ich die auch wieder pro Element hier in dieser Liste angezeigt. Ich kann ein Event hinzufügen, indem ich einen Doppelklick reinmache. Dann lande ich hier in einer Methode, wo ich schreiben kann, was auch immer da passieren soll. Oder, das ist die Ansicht zurück, ich kann ein Event wieder löschen, indem ich einfach ein Reset drauf mache. Und dann passiert da nichts mehr. Und das ist so im Wesentlichen das, was man überhaupt braucht, um so ein Programm anzulegen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video.